Jo Leute, hier ist hier Tenkaichi Meister und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ich muss mich auf jeden Fall wieder entschuldigen, dass jetzt einige Wochen wieder nichts kam. Ich glaube, Dragon Ball und Naruto kam beides nicht so viel. Grund ist einerseits viel Privates tatsächlich, aber auch andere Umstände. Ich habe eine Pollenallergie und momentan ist halt Allergieseason. Es ist fucking warm, im Zimmer sind gerade 26 Grad und das ist halt einfach eklig. Dann hatte ich noch mehrmals Urlaub und dachte mir dann, ach cool, den Urlaub kann ich ja auch irgendwann nutzen eines Tages, um dann halt aufzunehmen. Und dann dachte ich mir halt währenddessen, nö, ich habe Urlaub, ich will chillen so. Und schlussendlich war halt einfach eine faule Sau, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade nicht so mega Bock auf den Tenkaichi drin, bin ich ganz ehrlich. Aber es muss ja sein und ich will ja YouTube nicht schmeißen, ne? Und ja, ich weiß auch nicht, wie das ab August wird, weil ab August bin ich in der Ausbildung. Ob dann mein Bockpegel dadurch steigt oder sinkt, das sehen wir dann, würde ich sagen. Aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, es geht weiter. Natürlich machen wir in ultimativer Kampf weiter. In Mission 100. Und ja, die letzten Male waren ja nicht so erfolgreich. Hier hatte ich zweimal B. Ich habe aber mittlerweile auch aufgegeben, unbedingt A forcen zu wollen. So. Und wir haben noch 6 Seiten. Das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Seiten. Und ja. Letztes Mal hatten wir sehr viele Pairings, wo, weil ich ja mal versuche, für die Leute, die jetzt erst einschalten, sag ich mal, oder das noch nicht wussten, ich versuche bei diesen Kämpfen immer Pairings zu kriegen. Oder diese Charaktere auszuwählen, die zu den Gegnern passen. Und ich hatte sehr viele Gegner-Pairings, wo einfach gefühlt gar nichts gepasst hat. Und das war dann immer ein bisschen schwierig. Aber wir gucken mal. Spezialmischung. Besiege mit 4 Kämpfern. Super Saiyan Goku auf Namek, oder generell Super Saiyan Goku mit. Future Trunks, Super Saiyan Vegeta. Dann haben wir Final Form Cooler und C13. Mit 4 Kämpfern. Also, ehrlich gesagt, zu den ersten dreien passt C13. Dann passt Super Saiyan Goku mit. Und dann, weiß ich nicht, Super Saiyan Goku logischerweise, der halt vom Cooler noch übernommen ist. Aber welche beiden noch? Also ich kann... ich könnte C17 und C18 nehmen. Das mache ich, glaube ich, auch. So mache ich das mal. C13. Also C13 ist generell schwierig. Ich mag keine Charaktere, die sie kein Key aufladen können. Dann nehme ich C17 und C18. Ich habe einfach... ja, merke ich gerade selber. Ich habe einfach 3 Charaktere, die kein Key laden können. Passt. Ist schon gut. Also ich benachteilige mich ja quasi selber. Und einfach der hier in der Kleidung. Ja doch. Na, gucken mal, wie das wird. Letztes Mal hatte ich sehr viele Fehler. Dadurch, dass mein Charakter sich komisch bewegt hat oder die Combo nicht so genommen wurde, wie ich wollte. Ich hoffe, das ist jetzt behoben. Halt schon mal die falsche Kleidung an. Wie langsam einfach Ki lädt. Also ich mache auf jeden Fall, sobald ich kann, verwandle ich mich in Super 13. Oder Super 10, aber wie auch immer er heißt, Mann. Ich habe witzigerweise gestern noch über den C13-Film gesprochen, weil es damals ja mal bei Burger King so ein Promo-Event gab, wo man halt Spielzeug aus dem Film kriegen konnte.
Und ich wollte halt diesen Super Saiyan Goku haben, den es da gab. Der hatte mir so eine riesige Kugel. Ich hatte mir im Kopf, dass der eine Genki-Dama auflädt, um die halt zu absorbieren. Aber hat sich herausgestellt, ist nicht so. Und ich wollte halt diesen Son Goku haben, hab dann aber C13 gekriegt, den ich absolut hässlich fand und finde. Aber die sind alle hässlich eigentlich, die Figuren, also alle kacke. Kannst du eigentlich. Ja, er kann Cyborg-Schutzschild, aka Explosionswelle. Wie wenig Damage hat das gemacht? Okay, hat gereicht. Gut. Ja, ironischerweise passen alle drei als Gegner. LOL! Seine Konteranimation ist einfach wieder nach vorne geläuft. Geil. Hä, das ist ja mega, das wusste ich doch gar nicht. Ja, aber auch generell auf YouTube sehe ich manchmal Videos, da sind so Fakten drin. Die wusste ich auch noch nicht über das Spiel. Und das ist krass, dass das Spiel mittlerweile 16 Jahre alt ist und man immer noch Dinge rausfindet, die man nicht wusste. Oh, das hatte ich mir anders im Kopf. Nö. Die KI wieder. Premium KI. Das ist so krass, wenn man einen Charakter wie C13 spielt, der mega langsam ist, wie schnell einfach im Vergleich C18 ist. Irgendwie kommen mir heute die Farbe auf das von Vegeta, die kommen mir so mega intensiv vor. Ich glaube, ich habe das schon einfach zu lange nicht mehr angerührt. So, jetzt ist Goku-Time. Weiß ich nicht. Das Spiel kommt irgendwie so seltsam detailliert vor auf einmal. Ist einfach schon Tenkaichi 4. Thank you.
Ja, was gibt's sonst Neues zu berichten? In 2 Wochen ist das 8. Anniversary von Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase, wo ich richtig die Lust auf das Spiel verloren habe. Und ich spiele halt schon seit 2017. Ne? Also mein erstes Anniversary, das werde ich halt auch... Du nervst. Das werde ich halt auch nie vergessen. Das war am 7.7.2017. Das war das 2. Anniversary von Dokkan Battle und halt mein erstes, was ich gewitnessed habe. Und das war am Tag meiner Abi-Feier. Und ja. Und seitdem habe ich nonstop gespielt, eigentlich auch immer nonstop Lust gehabt. Und auf einmal war da so eine Phase da, wo ich gar keine Lust mehr hatte. Und ja, ich dachte schon, das wär's. Aber dann war ja die... Jetzt ist ja gerade, wenn er immer noch da ist, sollte aber Dokkan Fest Super 17, beziehungsweise C17 und Hellfighter 17, die zu Super 17 werden. Und davor war ja die Celebration Tech, Goku und Int, Majin oder Piccolo. War ja Int. Int oder S, ja, ich glaube Int. Müsste Int sein. Vom 23. World Tournament aus Dragon Ball Classic. Und da die Celebration hat es tatsächlich geschafft, dass meine Lust wieder zurückkommt. Da bin ich halt all in gegangen. Und jetzt habe ich gerade nur 370 Stones oder so. Und das ist halt neben dem 2. Anni. Da hatte ich 328 Stones. Und dem 3. Anni, da hatte ich glaube ich sogar nur 219 oder so. Ist das das Anni, wo ich die wenigsten Stones habe. Ich glaube, hoffe, dass ich zu Anni Beginn so 500 haben werde. Ich weiß nicht, wie ich damit komme. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass alle Stones, die wir kriegen werden in dieser Celebration, komplett ins Anni wandern werden. Und ich bin sehr gespannt. Und joa. Das. Schwertheiliger. Mit Gegner mit 4 Kämpfern. Yajirobe, Tapion, Future Trunks, King Cold und Janemba. 4 Kämpfer. Yajirobe. Saiyan Saga Vegeta fällt mir da ein. Tapion Hildegard logischerweise. Future Trunks und King Cold. Könnte ich sogar Mecha Freezer machen. So Redemption Arc mäßig. Und am Ende halt Super Gogeta. Das mache ich. Das mache ich. Also, was habe ich jetzt gesagt gegen Yajirobe, Saiyan Saga, Vegeta? Hier fehlt noch ein Charakter. Wer ist denn das? Also, einmal fehlt mir. Ne, tust du nicht. Keine Ahnung. I don't know, schief. Saiyan Saga, Vegeta. Dann Hildegard. Da bin ich ja mega scharf drauf, mit dem zu spielen. Ich hasse langsame und riesige Charaktere. Dann haben wir gesagt Future Trunks, das war Mecha Freezer. Und zuletzt war wer nochmal? Wer war der letzte Gegner? Schwert. Heiliger. Ach, Janemba, Super Gogeta. Ja, ist mir wieder eingefallen. Bast. Ja, also ich freue mich, wie gesagt, dann aufs Anni. Ansonsten kam Anfang des Monats ein neuer Katamari-Teil raus, also neu, ein Remake, We Love Katamari Damashi Reroll und, oder We Love Katamari Reroll, da habe ich mich sehr gefreut, ich liebe die Katamari-Reihe und ich bin gerade dabei, es auf 100% zu spielen. Ja, da müsste ich wahrscheinlich die Woche noch Naruto aufnehmen. Habe jetzt nicht so mega Bock drauf, aber das passt.
Warum bist du so tough? What the fuck? Nee. Den kann man auch nicht ausweichen. So viel Spaß. Hör auf! Außerdem warte ich noch auf das neue Dragon Ball Z Kakarot DLC vom 23. World Tournament. Da bin ich sehr gehypt drauf und ich frage mich, wann das rauskommen wird. Digga, er besiegt mich einfach. Behindert. Ja gut, aber gegen Hildegard will ich mal sehen, wie er da macht. Ja, so eher nicht. Tapion ist leider auch für Hildegard ein gefährlicher Gegner, weil er... weil sein Ult auch Giant-Charaktere trifft. Mann, hör doch auf! Meine Lieblingsattacke. Ah, noch nicht! Hä? Konnte der nicht diese Flammenwurfgeschichte? Ich schwöre, er ist so schlimm. Ja, ja. Ah, das war seine Ult! Stimmt. Ah. Junge, du nervst! Jetzt will ich mal sehen, wie er dem ausweicht. Hätte er fast durch Nachbild, aber alles gut. So, jetzt wird's interessant. Mann. Okay, hat's nicht geklingelt, sehr gut. Der. Gibt's doch nicht. Sprint, Finisher, Eisprint, Eisprint, ein schwerer Malma. Nach schwerem Finisher. Hä? Warte mal. Ach hier. Hä, doch. 2 und 4. Ah. Okay, das war zu viel des Guten. Ich wollte eigentlich mit Psychokinese finishen. Aber jetzt kämpft wieder gegen seinen Papi. Glaubst du, das ist lustig? Ist es nicht. Thank you.
Ja, Freezer ist immer ein guter Charakter zu spielen. Nein! Ich bin zu Overkill, Hilfe! Ja, ich mach mal weiter mit Mecha Freezer. Weil ich brauche noch einen Finisher mit Lieblingstechnik Slash. Ich weiß nicht, wie das heißt mehr. Okay. So hätte auch ein Kampf zwischen Janemba und Mecha Freezer ausgesehen, nur dass der deutlich schneller vorbeigegangen wäre. Was hast du denn? Kiai? Ach, Quatsch. Ja, teilweise ein Finisher-Schild, also nichts davon. Arschloch. Dann halt so. Macht eh keinen Unterschied mehr. Ansonsten